Corona-Facts mit Frey. Patrick, immer mehr Leute sind geimpft. Es finden Öffnungen statt, unter anderem auch von Restaurants. Wie sieht das Risiko explizit aus, zum Beispiel bei Restaurants in Innenräumen? Das ist eine sehr gute Frage. Für die gibt es leider keine allgemeingültige und gleichbleibende Bewertung des Ansteckungsrisikos. Es hängt von ganz verschiedenen Bedingungen ab, auch von der Inzidenz, von der Jahreszeit, relative Luftfeuchte, wie hoch ist die Belegung an Personen, wie lange bleiben sie in den Restaurants, haben sie eine Lüftung, eine maschinelle Lüftung oder Luftreiniger, Trennwände und so weiter und so fort. Aber auf die Kriterien möchten wir heute näher eingehen. Und dazu hast du sicher eine Folie. Ja, dafür habe ich ja eine Folie, ja genau. Um das Ansteckungsrisiko in Restaurants beurteilen zu können, muss man auch die Anteile der verschiedenen Übertragungswege kennen. Wieso muss man die kennen? Weil für verschiedene Übertragungswege auch verschiedene Schutzmaßnahmen gelten und die Mechanismen, wie die Ansteckung verläuft, auch anders ist. Das ist hier dargestellt in der Theorie, eine These, 45% indirekte Luftübertragung, 45% direkte Luftübertragung. Und wenn man jetzt mal betrachtet, wie viel denn der Ansteckung in Innenräumen ist und wie viel draußen, dann kann man abschätzen, dass in Innenräumen dass ungefähr 60% über indirekte Luftübertragung erfolgen und ungefähr 30% über direkte Luftübertragung. Ist aber eine reine These. In dieser Folie ist im oberen Feld nochmal dargelegt, wie man von der Formel über die Anzahl Neuansteckungen auf die verschiedenen Risikoverminderungsmaßnahmen kommt. Hat man in einer früheren Episode behandelt. Im Wesentlichen totale Anzahl aller Infektiösen multipliziert mit die Anzahl Nahkontakte, die ein Infektiöser zu anfälligen Personen hat, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass jeder Nahkontakt von einem Infektiösen zu einer Ansteckung führt. Und wenn man das jetzt runterbricht, vom oberen Teil in ganz konkrete Einflussgrößen, Kriterien, die jede beurteilen kann, dann sind es eben die Anzahl Nahkontakte von allen Infektiösen zu anfälligen Personen. Das hängt wieder ab von den Anzahl Nahkontakten und dem Anteil der Nahkontakte von Infektiösen zu anfälligen Personen, sprich die Inzidenz. Dann ist es maßgebend von der Virenkonzentration im Innenraum, insbesondere in der unmittelbaren Umgebung von anfälligen Personen. Die ist wieder von einzelnen Faktoren abhängig, auf die wir später eingehen. Die Menge an benötigter Atemluft der anfälligen Personen, die Abscheiderate der Viren vor der Aufnahme in den Körper, sprich Schutzmaske von der anfälligen Person, wie lange sie sich aussetzen und die Abwehrkraft des Immunsystems. Also mit anderen Worten, man könnte sagen, je mehr Leute auf engem Raum zusammen sind, die infektiös sind, umso größer ist das Ansteckungsrisiko, wenn da die Luft nicht ausgetauscht wird oder wenn dem Luftaustausch. Mhm. Dann hängt noch ab von der Intensität von den Infektiösen und von dem Verhältnis von den Infektiösen pro Raumvolumen. Habe ich zwei Infektiöse in einer Kathedrale, dann ist es relativ problemlos für die indirekte Luftübertragung. Habe ich sie aber in einem engen, kleinen Raum, dann ist es ganz anders. Das wäre dann eben die direkte Luftübertragung. Und wir reden hier immer von einem bestimmten Virus und ohne Impfung. Und hier gilt hier wieder das Gleiche wie vorher. Hier ist maßgebend, wie viele große oder größere Tröpfchen direkt vom Infektiösen zur anfälligen Person fliegen. Das ist hier dargestellt, hier ist die infektiöse Person, hier ist der Mindestabstand, hier ist die anfällige Person. Und jetzt ist nicht nur maßgebend, wie viele Partikel der hier aufnimmt, sondern habe ich ein ganz kleines Aerosolpartikel, ist hier nur ein Virus drin, habe ich hier da ein mittelgroßes Tröpfchen, dann können hier hunderte, tausende Viren drin sein. Im Fall des kleinen Aerosolpartikels brauche ich dann 100 bis 1000, bis da eine Ansteckung ausgelöst wird. Aber bei mittelgroßen Tröpfchen, dann reicht eines bereits, um die Ansteckung auszulösen. Und darum deshalb ist auch der Abstand so wichtig. Je näher man ist, umso größer sind tendenziell die Tröpfchen mit der Virenbelastung. Genau, und eben Trennwände ist auch wichtig. Mhm. Und wenn man das aus irgendwelchen Gründen zwingend nicht machen kann, Schutzmasken. Mhm.
Wenn man jetzt das systematisch macht, müsste man jetzt hier, hat man auch in einer früheren Episode behandelt, das Ansteckungsrisiko ohne Schutzmaßnahmen beurteilen und dann beurteilen, wie viel denn die einzelnen Schutzmaßnahmen Risiko vermindern und schauen, ob das Restrisiko tiefer ist als das maximal akzeptable Risiko. Mhm. Jetzt kommen wir zum konkreten Beispiel. Das hat der Werner und ich noch nie gemacht. Das ist jetzt einfach ein Test. Wir bewerten jetzt das Ansteckungsrisiko in einem Restaurant. Da muss man natürlich ein paar Annahmen treffen, weil, wie gesagt, die Situation ist nicht überall gleich. Wir betrachten jetzt in diesem Blatt zuerst die indirekte Luftübertragung, ein normales Dorfrestaurant. Das sei voll und die Leute würden essen. Es sei beheizt im Winter ohne Befeuchtung und die Inzidenz sei 100. So, jetzt gehen wir die einzelnen Kriterien durch. 1 bedeutet, das ist das tiefste Ansteckungsrisiko, 6, es ist das höchste. Also, Anzahl der Nahkontakte. Wie hoch ist die Anzahl der Nahkontakte, Werner? Was denkst du? Oder? Im Restaurant, gut gefüllt, ja. Sehr ja. Hoch. Also da würde ich so vielleicht 5, 6 sagen. Ja, auf der anderen Seite, die sitzen alle schön brav an ihrem Tisch. Also eigentlich haben sie ja den Nahkontakt nur am gleichen Tisch, respektive am Nachbartisch, der nahe ist. Ja, also gut, 4, 5. Also du sagst 5, ich sag vielleicht 4, oder? Okay, gut. So, Anteil der Nahkontakte von infektiösen zu anfälligen Personen, der Anteil, das ist die Inzidenz. Hier haben wir jetzt eine Inzidenz von 100 angenommen, die ist, sagen wir mal, für schweizerische Verhältnisse mittelhoch für den Winter. Mhm. Im Sommer wäre sie jetzt sehr hoch. So, also ich würde jetzt mal sagen, wir haben ja in der Schweiz auch schon Faktoren höhere Inzidenzen gehabt, aber es gibt natürlich auch eine Inzidenz von 10, haben wir auch schon gehabt, 20. Also ich würde jetzt auch mal eine 4 geben. Ich. Ja, dann schließe ich mich da an. Jetzt kommen wir zur Anzahl Personen im Raum pro Raumvolumen. Wenn ich ein Dorfrestaurant habe, ist der Raum nicht hoch. Und es ist gut gefüllt und die Tische stehen relativ nahe beieinander. Das ist nicht ein Gourmet-Restaurant. Mhm. Also ich würde irgendwo zwischen 5 und 6 das beurteilen. Es ist okay. Nicht so wie ein Konzertlokal oder in ein Tanzlokal, wo man sehr nahe beieinander steht oder ein Bus, oder wo alle aufeinander hocken. Aber ich würde sagen, ich würde dem eine 5 geben. Okay, gut, ja. Mhm. Du? Ja, das, deine Einleuchtung scheint, deine Ausführungen scheint mir einleuchtend, auch eine 5. Ja, ja. So, jetzt kommt der Anteil der Infektiösen der Personen. Das hängt wieder ab von der Inzidenz. Das ist keine Duplizierung, sondern die braucht es eben, weil wir hier wollen wir ja berechnen oder bestimmen, mhm. wie viele ausgestoßene Viren es überhaupt gibt pro Raumvolumen. Mhm. Und das hängt natürlich wieder ab von der Inzidenz. So, das heißt also, da können wir jetzt genau das von oben übernehmen. Schön hier im Excel, Copy-Paste. Und jetzt kommt die Ausstoßmenge an Viren pro infektiöse Person pro zum Beispiel Minute. So, das hängt natürlich unter anderem ab von der Aktivität und wie infektiös jemand ist. Ja, die Aktivität, wenn man da nur isst, und da, die ist nicht hoch. Also da bleibt man schön sitzen und man schlürft ja vielleicht etwas hinein und vermeidet das Husten, gehört ja zu den Tischmanieren, also das würde ich als gering einschätzen. Provokativ, sage ich, wirklich provokativ, so 2 oder 3. Ja, von daher gesehen hast du recht. Also es ist sicher nicht so, dass man hier im Fitnesscenter ist, das wäre eine 6. Aber auf der anderen Seite ist der Lärmpegel höher. Wir reden von einem Dorfrestaurant. Also ich kenne Dorfrestaurants ja sehr gut, war lange genug in einem Dorfmusikverein. Der Lärmpegel ist gut, hoch. Man redet, man lacht. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist eine 4. Mhm, gut, da bist du von einer Dorfbeiz ausgegangen, nicht von einem Gourmet-Restaurant, wo bessere Tischmanieren herrschen als am Stammtisch. Da darf nicht gelacht werden. Also was machst du ohne 2? Von was reden wir? Gourmet-Restaurant oder Dorfbeiz? Dorfrestaurant. Ja gut, dann 3. Und es ist voll. 4. Und es ist voll. 3.
Vier? Ja. Oh, wir sind schon wieder zusammen. Das ist ja wie ich und du im Schweizer Fernsehen. Dann die Abscheidung der ausgestoßenen Viren vereintet im Raum. Tragen die Leute Schutzmaske? Nee. Wenn sie in den Raum eintreten. Ja, aber das ist ja von der Zeit her, vom Zeitanteil vernachlässigbar. Ja. Nö, die tragen dann ja nur. Logischerweise keine Schutzmasken. Die sind endlich froh, keine tragen zu müssen. Die hängen auch immer näher mit den Lippen beim Bier zum Sehen, damit man sieht, ah, ich trinke jetzt gleich, weil sie keine Schutzmaske tragen wollen. Nee, die ist ganz gering. Die Schutzmaske. Also das höchste Risiko. 6 ist das höchste Risiko, 1 ist das tiefste Risiko. 5. Oder ja, die tragen nicht Schutzmasken. So, ich sage, es ist eine 6. Jetzt habe ich die falsche Dings gewählt, weil ich auch noch einen Innenraum habe und es relativ lange dauert. Aufenthaltsdauer von infektiösen Personen, also normalerweise, ja, also kurz ist es nicht wie eine Cafeteria, das ist es nicht. Also, in den Restaurants hat sie auch meistens keine Uhren, damit man die Zeit vergisst. Also die Leute bleiben dann schon gerne da. Außer es ist so ein Schnellimbiss, da zählt der Umsatz. Der McDonald's, dann, oder? Ja, da müssen sie gehen. Also Dorfbeiz, da wird Gemütlichkeit. Die Leute bleiben, sollen auch bleiben. Die bleiben lang. Auch 5. Höheres Risiko, auch eine 5. Einverstanden. So, jetzt kommen wir zur Raumgeometrie. Da ist maßgebend, hat es Raumteile drin. Sind es verwinkelte Räume, in denen sich eben ein Subklima bilden kann? Weil das würde dann bewirken, dass ich lokal eine höhere Virenkonzentration hätte. Gut, weil das für mich total übersichtlich ist, im Sinne von, eine Dorfbeiz ist oft verschachtelt und hat Säulen drin und vielleicht nicht so große Säle, so stelle ich es mir vor, gemütlich mit Holz, ein bisschen Ecken, damit sich jeder ein bisschen wohlfühlt. Ja, 4 oder 5. Also die Aerosole verteilen sich ja sehr schnell im Raum. Die würden sich ja nur dann nicht verteilen, wenn ich wirklich große Raumteiler hätte. Außerdem hast du in einem Restaurant immer eine relevante Luftströmung. Das heißt, die Aerosole werden sich relativ gut verteilen, außer du hast, wie gesagt, ganz großflächige Raumteiler. Also ich hätte jetzt eher so eine 2 gedacht, ich für meinen Teil. Okay, das stimmt natürlich. Früher, als noch geraucht wurde, viel öfters geraucht wurde, da haben die Restaurants, mussten gute Lüftungen haben, Ja, gut, okay, ich schließe mich an. Trotzdem 3, damit wir nicht dasselbe haben. Ist auch nicht jedes gleich. Wir machen es jetzt nur beispielhaft natürlich. Dann der Abstand von allfälligen Personen zu Infektiösen. So, also ich meine, die Tische in Dorfrestaurants sind meistens nicht so groß. Also du hast da sicher nicht 1,5 Meter, wenn du am Diskutieren bist. Außer du sitzt gemütlich hinten im Stuhl. Nee. Also, ich glaube, das ist näher dran. Man ist da näher dran. Also man ist zwar nicht am Tanzen, aber ich hätte jetzt irgendwo so um die 4 rum gesagt. Ja, scheint mir auch vernünftig. Ja. Auch mit dem Lautstärkepegel, man will sich gegenseitig hören. Genau. Dann kommt der Anteil der kontaminierten Tröpfchen, die in der Luft schweben. Das hängt ab von der Luftfeuchte. Wir reden hier vom Winter, es ist beheizt, wir haben keine Befeuchtung, Luftbefeuchtung. Das bedeutet, die großen Tröpfchen, die man ausstößt, die verdunsten relativ schnell und ein größerer Anteil an größeren Tröpfchen kann deshalb in der Luft bleiben. Und weil die großen Tröpfchen viel, viel, viel mehr Viren enthalten können als die kleinen Aerosolpartikel, wird damit die Virenkonzentration hochgehen. Das hat deshalb einen Einfluss hier auf die Virenkonzentration. Also jetzt kannst du natürlich sagen, du hast viele Personen drin, die geben mit der Feuchtigkeit ab, aber trotzdem, es ist beheizt, es ist relativ trocken. Also ich würde jetzt sagen, das ist wahrscheinlich auch zwischen 3 und 4. Ich habe mir so im Kopf schon die 5 gehabt. Okay. Ja, gut.
Dann die Zuluftmenge pro Anzahl Personen bzw. Luftwechselrate und der Frischluftanteil. Hast du schon mal eine Dorfbeiz gesehen, die eine maschinelle Lüftung hatte? Ich denke, das haben relativ viele Restaurants so Lüftungen. Denke ich mir jetzt mal. Ich bin nicht so viel in Restaurants, aber... Okay. Aber die Luftwechselrate, würdest du zustimmen, die ist sicher nicht intensiv. Also nicht so, dass du jetzt hier wahnsinnig das spürst und wenn, dann wird das irgendwo oben reingedüst und oben abgesaugt oder unten abgesaugt, wo auch immer. Also ich glaube, die ist nicht hoch. Ich hätte gedacht, schon eher mehr, weil eben durch das noch früher viele geraucht haben. Also ich würde jetzt sagen 4. Ich würde sagen 4. Mhm. Ich würde sagen, das Risiko ist höher, also die Lüftung ist schlechter. Haben die einen Raumluftreiniger? Nein, ist nicht. Nein, haben sie nicht. Ist nicht gebräuchlich. Das sind zwei Kriterien, die gehören zusammen. Das ist, also ist klar, nicht, dass sich das jetzt addiert. Die Überlebenszeit von Viren in Tröpfchen und Aerosolen. Wenn die Luft trocken ist, dann ist die Überlebenszeit viel, viel, viel länger. Mhm. Wir reden vom Winter. Und es wird nicht befeuchtet. Das heißt, für mich ist es eine 5. Ja, denke ich auch so. So, jetzt gucken wir an die Luftströmung. Gibt es Virenfahnen zwischen Personen? Das, weil die Lüftung nicht so wahnsinnig intensiv ist. Also die Lüftung ist sicher nicht so, wie sie sein sollte, aus Sicht der Virenübertragung, sondern halt wie eine normale Lüftung. Ich würde dem jetzt mal sagen, auf der einen Seite gibt es eine nicht so wahnsinnig ungünstige Strömung, aber toll ist sie auch nicht. Also ich hätte es dem eine 3 gegeben. Gut, weil ich jetzt halt auf dem Land wohne und nicht in der Stadt und mir so ein Restaurant, das stelle ich mir immer ein bisschen alt vor, mit Holz und so weiter, gemütlich eingerichtet, gebaut 1758 oder irgendwie und ich stelle mir immer so ein bisschen ältere Restaurants vor, vielleicht 4. Nicht so modern eingerichtet, ja. Okay. So, dann die benötigte Atemluftmenge der anfälligen Personen. Also das Fitnesscenter wäre eine 6, weil da haben sie eine sehr hohe körperliche Betätigung. Das ist hier nicht der Fall. Also das Lachen ist natürlich das, was am meisten braucht, oder das Husten. Also da denke ich, trotzdem ist man am Reden, auch am lauter Reden. Also irgendwo ist es für mich wahrscheinlich um die 3 oder 2 rum. Ich hätte 2 gesagt, weil man sitzt, man treibt keinen Sport, man ist entspannt. Ja, okay, gut. Dann die Abscheideraten der Viren vor Aufnahme in den Körper. Das heißt also, die anfälligen Personen tragen eine Schutzmaske. Ist nicht der Fall, weil am Tisch ist keine Schutzmaskenpflicht in der Schweiz. Das heißt also, für mich ist das eine 6. Für dich? Ich möchte mal so was grundlegend anderes sagen, aber ich bin doch ein bisschen deiner Meinung. Also vielleicht 5. Okay. Man hat natürlich einen Anteil, wenn die nicht am Tisch sind, müssen sie eine tragen, aber der Zeitanteil ist gering. Ja, ja. So, die Zeitdauer der anfälligen Personen gegenüber den kontaminierten Tröpfchen, die ist jetzt eben wieder wichtig, weil ich ja die Anzahl der aufgenommenen Viren pro Zeiteinheit, das ist das, was wir oben alles jetzt hier behandelt haben, müssen wir noch multiplizieren mit der Zeitdauer. So, das haben wir eigentlich schon mal behandelt, aber das läuft eben doppelt, deshalb ist die Zeitdauer auch so doppelt wirkend. Also können wir das direkt von oben übernehmen. Dann kommt noch die Abwehrkraft des Immunsystems. Tja. Oh. Tja. Das ist schwierig. Das ist, kannst gut. Du sagen, im Dorf leben nur gesunde Menschen. Ich sage jetzt da was Provokatives. Leute, die gesellig sind, die gerne im Restaurant sind, das sind positiv eingestellte Menschen und die haben ein gutes Immunsystem, weil sie Freude haben, mit Leuten zusammen zu sein. Das sind nicht Frustbrocken im Restaurant, sondern das sind tolle Leute, positiv, die lachen, haben gutes Immunsystem. Also da würde ich sagen, sie haben ein gutes Immunsystem, würde ich so auf 2 oder 1 gehen. Einfach provokativ. Würde ich jetzt auch sagen. Sollten wir 2 machen, oder nicht?
Ja, machen wir zwei. Ja, weil der Förster hat natürlich noch ein besseres Immunsystem oder der Skilehrer, weil die Ja, halt in ja. der Luft sind und das Hobby ist der Beruf. Okay. Genau. Okay, So, zwei. wenn wir jetzt das alles angucken, wir sehen jetzt nochmal in der Übersicht unsere Bewertung und ich glaube, wir können zum Schluss kommen, dass Ansteckungsrisiko in einem normalen Dorfrestaurant mit voller Belegung, wo auch gegessen wird, im Winter beheizt, ohne Befeuchtung, bei einer Inzidenz von 100, nur für die indirekte Luftübertragung, würde ich mal sagen, ist um die 4 rum. So, So grob man müsste gesagt. Man müsste das jetzt noch gewichten, aber das führt jetzt zu weit. Wenn man das richtig macht, müsste man noch jeden Faktor gewichten und dann könnte man das gewichtete Mittel machen. So, und jetzt müsste man dasselbe machen für die direkte Luftübertragung. Bei der direkten Luftübertragung können wir zuerst einmal die oberen Bewertungen übernehmen, weil die sind genau gleich wie bei der indirekten Luftübertragung. Und jetzt kommen wir zu den Anzahl Personen im Raum und der totale Anzahl aller aktuell Infektiösen. Da können wir jetzt ebenfalls hier hingucken und können das ebenfalls übernehmen. Das ist fast das gleiche Kriterium. Entschuldigung, dass ich das jetzt zu schnell mache. Aber sonst. So. Weil wir haben gesagt, es ist Vollbelegung und die Inzidenz ist etwa eine 4. Es gibt deutlich höhere und deutlich tiefere. Jetzt kommt die Ausstoßmenge an Viren pro infektiöse Person pro Zeiteinheit. Und die Abscheidung. Und Abstand. Da können wir ebenfalls in die andere Tabelle gehen und das rüber kopieren. Wir haben jetzt die Bewertungen von der indirekten Luftübertragung hier übernommen, von der Ausstoßmenge, von der Abscheidung und vom Abstand. Gehen wir weiter. Jetzt ist der Anteil der ausgestoßenen kontaminierten Tröpfchen, die Anfälligen direkt treffen. So, das ist natürlich der Fall, wenn jemand am Tisch direkt gegenüber sitzt oder man einen direkt anspricht. Das heißt, der neben dir sitzt, ist nur dann einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt, wenn die sich auch angucken. Also nehmen wir jetzt mal an, es sitzt ein Ehepaar nebeneinander und, wie soll ich sagen, wie lange sind Sie verheiratet? Ja, und wie gut ist deren Ehe? Also man könnte jetzt sagen, da gibt es eine Korrelation, aber lassen wir das jetzt. Also ich möchte nur sagen, die müssen sich direkt angucken. Mhm. Und so viele sind das ja nicht, oder? Weil es sind immerhin individuelle Tische. Und die müssen ja innerhalb des Mindestabstands sein. Das heißt, ich hätte jetzt mal gesagt, das ist irgendwo eine 3. Man hat ja schon einen Tisch, oder? Mit 4 oder neu mit 6 Personen, die zugelassen sind. Ich hätte jetzt dem eine 3 gegeben. Ja. Ja, man ist ja auch da, um irgendwas miteinander zu besprechen. Ja. Mhm. So, genau. Der nächste Punkt ist die Luftströmung. Nämlich, es kann ja sein, dass die Luftströmung dazu führt, dass eben die Partikel den anderen nicht treffen oder umso mehr treffen. Da ich eine relativ kleine, geringe Luftströmung sehe, würde ich jetzt da eher auf eine 1 oder eine 2 gehen. Mhm. Tiefes Risiko. Wie siehst du das? Also, die reden miteinander und sind nahe am Tisch. Ja, aber die Luftströmung im Raum, die bewirkt natürlich, dass sich dann die ausgestoßenen Tröpfchen vom anderen wegbewegen oder erst recht dem anderen ins Gesicht blasen. Na gut, vielleicht 2. Ja. Okay. So, dann nachher, der Anfällige hat im Augenblick des Auftreffens der Tröpfchen den Mund geöffnet und mehr oder weniger viel geöffnet. Puh, schwierige Zahl. Also zum einen würde ich mal sagen, wir reden von einem Dorfbeiz. Also in einer Dorfbeiz kenne ich, dass viel geredet wird. Das heißt also, dass jemand so still ist und hat den Mund geschlossen, das kenne ich also nicht wirklich. Außerdem wird noch gegessen und getrunken. Also ich hätte jetzt mal gesagt,
von daher gesehen Mund nicht geschlossen, aber jetzt, dass sie gähnen im Dorfrestaurant, das sehe ich auch sehr selten, also respektive dann nach Mitternacht. Also ich hätte jetzt dem irgendwo 4 gesagt. Oh, ich nur 2. Nur 2, okay, gut. Da vielleicht eine 3. Dann Trennwände, weil Trennwände wirken gut gegen die direkte Luftübertragung. Und zwar großflächige Trennwände mit Umlaufkante. Mhm. Da bin ich ein Stück weit überfragt, ob Restaurants die haben. Aber ich glaube, an den Tischen selber gibt es keine Trennwände. Oder die meisten haben keines. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht gibt es, aber ich weiß es nicht. So, heißt höchstes Risiko. Behaupten wir jetzt mal. Dann haben die Masken an? Haben wir gesagt, nein. Haben keine Masken an, also auch hohes Risiko. Zeitdauer, das hat man früher bereits behandelt. Bei der indirekten Luftübertragung, da haben wir gesagt, das ist eine 5. Also sind wir hier bei der 5. Und die Abwehrkraft, oh, da haben wir auch schon behandelt gehabt. Mhm. Da haben wir gesagt, die sind alle gesunde Dorfburschen und Mädels. Das ist eine 2. So, gucken wir wieder an in der Übersicht, was wir denn bewertet haben. So, wenn wir jetzt das in der Übersicht angucken, sehen wir wieder unsere Bewertung. Wie gesagt, wir müssten eigentlich gewichten, aber das ist jetzt zu komplex. Ich würde sagen, die direkte Luftübertragung ist auch um die 4 bis 5 rum. Mhm. Siehst du das? Ja, ja, auch ungefähr so. Ja. So, und jetzt müssten wir die Anteile von der direkten Luftübertragung und der indirekten Luftübertragung, also die Gewichtung, bewerten, um dann zum Schluss zu kommen, wie ist das Ansteckungsrisiko? Das heißt, es ist irgendwo in der Nähe zwischen 4 und 5, wahrscheinlich eher Richtung 4. Und jetzt gucken wir mal, was ich den Anfang März mal ausgefüllt habe als letzte Folie. In dieser Folie habe ich bereits Anfang März mal meine Abschätzung abgegeben. Hier Restaurants drinnen, wieder zunehmendes Risiko auf der vertikalen Achse. Rot das Ansteckungsrisiko ohne Schutzmaßnahmen. Die Risikoverminderung durch Schutzmaßnahmen, zwar ohne die Optimierungen, also ohne Luftreiniger und ohne Trennwände. Und wir sehen, mit der 4 bis 5, so weit weg sind wir nicht mit dem Restrisiko. Das ist natürlich immer die Frage, wo ist 6 und wo ist 1. Aber sagen wir mal, da sind wir nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, können wir denn dieses Restrisiko auch ganz weit runterbringen? Und meine These ist ja. Wenn wir konsequent leistungsfähige Luftreiniger hinstellen, mobile und Trennwände hinstellen, durchsichtige, transparente, und schauen, dass genügend gelüftet wird als Ergänzung zum Luftreiniger, können meines Erachtens die Restrisiken ganz weit runterbringen. Das wäre noch eine interessante These. Ich überlege mir das gerade, ob das als Aushängeschild für ein Restaurant funktionieren würde, wenn da nicht steht, heute Aktion so und so, sondern mit Trennwänden und Aerosolabscheider. Vielleicht würde das die Akzeptanz dann automatisch erhöhen. Für mich ist das ein ganz guter Punkt. Den hatte ich früher auch schon mal erwähnt bei der Bewertung der Lüftungsanlagen, wo ich gesagt habe, Konzertlokale, Hallen und so weiter, die sollten einfach so eine Art Virensiegel kriegen, dass deren Lüftung und deren Schutzkonzept entsprechend geprüft ist und gut ist. Und ich sehe das genauso. Wir haben jetzt vom Winter geredet. Im Sommer ist dieses Restrisiko viel tiefer, weil die Virenkonzentration viel tiefer ist. Erstens ist die Inzidenz viel tiefer und zweitens ist die relative Luftfeuchtigkeit deutlich höher. Die Virenkonzentration ist tiefer. Das bedeutet, im Sommer habe ich kein Problem, in ein normales Dorfrestaurant zu gehen. Also Problem, sehe ich kein deutlich erhöhtes Ansteckungsrisiko. Ich war ja letzten Sommer auch in Restaurants drin. Aber im Winter bei entsprechend höherer Inzidenz, ohne diese Schutzmaßnahmen, wenn ich nicht geimpft bin, da sage ich, wir haben ein relevantes, höheres Ansteckungsrisiko. Mhm. Und wenn ein Restaurant sowas hat, dann würde ich, wenn die Restaurant sagt, es hat einen Luftreiniger und Trennwände, dann gehe ich problemlos rein. Also problemlos. Mhm. Ist das Risiko tief? Sehe ich genauso wie du.
Aber die ganz relevante Frage ist ja, gibt es nächsten Winter, Herbst wieder eine Welle oder sind dann die Leute geimpft? Oder wie wird sich das entwickeln? Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, ja. Ein bekannter deutscher Epidemiologe hat schon von der vierten Welle gesprochen. Ich finde, das ist verfehlt. Ich finde, das ist nicht wirklich kompetent, weil eine Welle ist epidemiologisch eigentlich so zu verstehen, wenn die Ansteckungen außer Kontrolle geraten. Und das kann man einfach nicht vorhersagen. Es gibt verschiedene Szenarien. Ich befürchte, es wird wieder ein exponentielles Wachstum geben. Aber ich bin nicht in der Lage zu sagen, wann und wie stark. Wegen der Mutationen. Und wie steil. Erstens, weil die Impfung wirkt nur bei 94-95%. Zweitens, 10% aller Folgeimpften sind weiterhin ansteckbar und infektiös, auch wenn die Virenlast deutlich tiefer ist. Drittens wird die Wirkung der Impfimmunität abnehmen und niemand weiß, ab wann und wie steil, wie schnell die abnimmt. Viertens gibt es nur eine bestimmte Impfrate in der Bevölkerung, und zwar auch nur von ungefähr 85%, die überhaupt zugelassen sind. Der Rest sind nämlich Kinder unter 16. Und wenn Sie Kinder unter 12 nehmen, dann ist der Anteil, glaube ich, ungefähr 12%, der nicht zugelassen ist. Dann kommt noch die Impfunwilligkeit. Also die Impfrate ist nur beschränkt. Dann kommen neue Virusmutationen. Also für mich wäre alles andere, als dass es wieder ein exponentielles Wachstum wäre, wäre absolut hocherfreulich, aber für mich unwahrscheinlich. Und ein ganz interessantes Thema, Impfbereitschaft. Nächste Folge, weißt du schon, um was es geht? Nächste Folge machen wir dasselbe für Außenbereiche. Okay, gut. Und dann wäre mein Vorschlag, wir diskutieren genau über das Thema Szenarien in einer übernächsten Folge. Okay, ich danke dir mal. Danke auch.